Hallo, in diesem Video möchte ich eine weitere Idee weitergeben, wie man mit der Elementverlegung eine Unterkonstruktion, sprich einen Fassadenanschluss, in diesem Fall möchte ich das an dem Fußbodenanschluss der Pfostenriegelfassade zeigen. Davor würde ich euch jedoch bitten, mir bei meinem Kanal zu helfen und diesen fleißig zu abonnieren. Meine Variante ist im Prinzip so aufgebaut, dass ich hier von diesem Punkt ausgehe, das heißt von Unterkante Riegel, Vorderkante Glas. Dazu habe ich hier in meinem Modell eine Skizze erzeugt. Diese Skizze liegt genau an dieser Stelle. Man sieht hier auch schon, dass ich hier auch schon meine Trennung in meiner Skizze erzeugt habe. So, jetzt ist es egal, ob ich das jetzt im Modell mache oder auch im Blatt. Ich möchte das hier im Blatt machen, damit ich das einfach besser zeigen kann. Dazu sage ich hier einfach nur aktive Ansicht darstellen. Und ich habe hier mein Detail schon mal vorbereitet, weil genau diese Maße, die ich hier auch bemaßt habe, die sind jetzt die wichtigen Maße, auf denen meine Variante aufgebaut ist. Ich starte jetzt den Befehl Unterkonstruktion, wähle meine Variante aus meinem Katalog und sehe zugleich meine Vorschau. Im ersten Schritt habe ich hier die Möglichkeit, einen erweiterten Bodenanschluss, das heißt, diesen deaktiviere ich hier gleich und man sieht hier, ich habe hier in diesem Fall einfach meine Vorschau für meinen Anschluss, wo ich auch hier meine Werte, meine Materialien, Beschichtungen, Dämmungen, Schrauben und Senkungen definieren kann. Mit OK wird mir dieser Anschluss erzeugt und dieser Anschluss ist jetzt nicht nur im Schnitt erzeugt worden, sondern in der ganzen Konstruktion. Bei diesem Anschluss habe ich jedoch noch viel mehr Möglichkeiten hinzugefügt, was ich hier mit diesem erweiterten Bodenanschluss definieren kann. Man sieht hier sofort meine Vorschau und ich habe das hier einfach mal so eingetragen bei den Werten des Betons. Also der Abstand vom Riegel zum Beton wäre hier in diesem Fall 190. Dies kann ich hier natürlich eintragen und meine Vorschau ändert sich sofort. Weiters ist hier der Abstand von vorne bis zum Beton noch wichtig. Den kann ich hier auch noch eintragen. Das ist in diesem Fall 203. Und meine Vorschau hat sich auch sofort aktualisiert. Man sieht hier, mein Anschluss wurde hier sofort erzeugt. In diesem Beispiel habe ich einfach vorne mein Blech, die Dämmung, den Kunststoff. Die Schraube ist hier einfach hinterm Schnitt dargestellt. Die Bleche, eine Folie, Dämmung, die Dübel und alles erzeugt. Dies kann ich mir natürlich auch im 3D anschauen. In diesem Beispiel sehe ich, diese Teile wurden auch im 3D erzeugt. Ich kann hier den Beton einfach mal ausblenden, um besser auf das Beispiel einzugehen. Bei der Unterkonstruktion habe ich hier noch hinzugefügt, dass ich eine Verkürzung angeben kann.
Das ist für die unteren Bleche. Weiters möchte ich hier noch eine Generalverkürzung angeben. Damit ich links und rechts einen Millimeter Luft habe. Sprich, gesamt sind es dann 2 mm. So, in diesem Fall sieht man, die Folienträgerbleche, die sind jetzt zwischen den Pfosten drinnen und die Auflagewinkel für die Folie, die sind länger. Das heißt, ich kann mir hier komplett einen Fassadenanschluss ganz einfach definieren. Der Pfostenausschnitt ist hier einfach noch nicht gegeben, weil der in Logica noch nicht eingegeben worden ist. Somit sehe ich sehr schnell Kollisionen und habe auch sehr schnell meinen Fassadenanschluss erzeugt. Ich hoffe, damit kann ich euch ein paar Beispiele geben, was man mit der Elementverlegung alles erzeugen kann.